Ja, hallo liebe Freunde, herzlich willkommen auf dem Mr. Dreibein YouTube-Kanal. Ich habe in einem meiner letzten Videos ja versprochen, dass ich euch mal so ein bisschen was erzählen möchte über YouTube und die Influencer. Und ich gehe davon aus, dass ihr vieles davon auch einfach wisst und dass euch das schon bekannt ist. Aber vielleicht weiß es ja der eine oder andere doch nicht, und dann wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich das mal erzähle. Also Leute, die auf YouTube Bilder machen, haben natürlich ganz verschiedene Intentionen, um das zu tun. Einmal gibt es Leute, die ein Mitteilungsbedürfnis haben und die Dinge, die sie bewegen, einfach erzählen möchten. Es gibt Leute, die wunderbare Filme machen können und dieses Talent gerne mit anderen teilen möchten und deshalb Filme auf YouTube einstellen. Es gibt Leute von allen möglichen Institutionen und Firmen, die dazu beauftragt sind, bei YouTube Filmchen zu machen, um eben für Informationen zu sorgen oder für bestimmte Produkte Werbung zu machen. Und natürlich gibt es Leute, die dafür bezahlt werden, bei YouTube Reklame zu machen. Da ist ja auch gar nichts gegen zu sagen. Wir werden ja überall von Werbung zugedröhnt, ob im Radio oder im Fernsehen. Und das weiß natürlich auch irgendwo jeder, dass wenn er kostenlose Inhalte angeboten bekommt, wenn er nicht mit Geld dafür bezahlt, dass er dann entweder mit seinen Daten oder eben durch unbewusst vermittelte Werbung dafür bezahlt. Bei YouTube gibt es aber auch Leute, das weiß man, die nennen sich Influencer, die Kanäle betreiben, auf denen sie so vor der Hand die Menschen an ihrem Alltag teilnehmen lassen, die so tun, als könnten wir in das Leben dieser Influencer ein bisschen hineinschauen, um daran teilzunehmen, wie sie so ihren Alltag verbringen und wie sie dieses oder jenes machen. Dabei werden aber fast ausschließlich gesponserte Produkte in die Kamera gehalten, und diese Influencer, die werden euch auch immer erzählen, dass sie diese Produkte und nur diese Produkte tagtäglich verwenden und aus fester, tiefster, innerer Überzeugung euch empfehlen können. In Wirklichkeit fließt da richtig Kohle. Der einfache YouTuber oder Blogger, der wird mit Geschenken geködert. So, und da mache ich jetzt mal einen kurzen Schnitt. Da zeige ich euch nämlich jetzt mal eben, was ich gerade eben noch so per Mail bekommen habe. Da geht es zwar um eine Amazon-Rezension, aber auch dieser Hersteller oder Vertreiber von chinesischen Produkten verschickt an sogenannte Influencer und andere Leute Mails, in denen sie gebeten werden, sich ein kostenloses Produkt auszusuchen und dann dafür eine Amazon-Rezension oder eben auch einen YouTube-Beitrag zu machen. Ja? Und ein anderer Hersteller hat mir geschrieben, ich soll mir bitte auf meine Kosten erstmal ein Produkt kaufen, dann eine Rezension verfassen und einen YouTube-Film machen. Und nachdem er dann überprüft hat, ob das seinen Vorstellungen entspricht, kann ich das 1- bis 1,2-fache des Wertes dieses Produktes dann auf meinem PayPal-Konto wiedersehen. Ja, aber es ist alles plus Firlefanz, was sie anbieten. Ich wollte da nichts von haben. Aber guckt euch das mal an. So sieht so ein Ding aus. Und dann geht's mit dem Video weiter. Das war jetzt hier nur so ein Einschub.
Ich bekomme also jede Woche zig Anfragen aus China. Ich bekomme unverlangt Produkte zugesandt, nur damit ich diese Produkte hier oder in meinen Blogs oder sonst wo vorstelle und bespreche. Und manch einer, der solche Produkte dann kostenlos zugesandt bekommt, der fühlt sich natürlich dann auch demjenigen, der ihm was Tolles geschenkt hat, verpflichtet und macht dann ein Video darüber und bespricht dieses Produkt aus falsch verstandener Verpflichtung dem Absender gegenüber sehr gut, obwohl das Produkt vielleicht in Wirklichkeit der allergrößte Mist ist. Was ich da alles schon zugeschickt bekommen habe, das ist unfassbar. Ich will gar nicht diesen ganzen Plunder hier vorführen, denn das ist teilweise so ein billiger Dreck, vorwiegend auch aus China, der so lummelhaft und schäbig verarbeitet ist, dass es sich gar nicht lohnt, den hier zu zeigen. Und trotzdem finden sich immer wieder Bekloppte, die diese Sachen lächelnd in die Kamera halten und dann sagen, das wäre das Allerbeste, Allertollste und so weiter, nur um dann unten so einen Amazon-Link oder was drunter zu packen und ein paar Cent zu verdienen, wenn Leute dann so blöd sind und diesen Mist kaufen. Es ist ganz schwer abzugrenzen, wo dieses gekaufte Mistbesprechen anfängt und wo echte Erfahrungen eine Rolle spielen. Ich kenne beispielsweise den Kanal von dem Fachwerker, kann ich euch sehr empfehlen. Der Mann ist super sympathisch, der baut da seit geraumer Zeit ein Fachwerkhaus um. Den werden viele von euch sicherlich auch kennen. Zumindest lassen die Aufrufzahlen seiner Videos darauf schließen, dass der noch bei ein paar mehr Leuten auch bekannt ist. Und der Fachwerker, der baut seit einigen Jahren ein Fachwerkhaus um, darum nennt er sich so im Internet und stellt eine ganze Menge Produkte vor, sicherlich auch mit kommerzieller Absicht, woraus der Mann auch gar keinen Hehl macht. Aber bei dem habe ich also das Gefühl, dass der das auch wirklich ernst meint. Ich habe neulich ein Video gesehen über den berühmten Schwabenbagger. Also ein Bagger, der aus China kommt, aber von einer schwäbischen Firma hier in Deutschland vertrieben wird. Und da hat der Fachwerker meines Erachtens so kein gutes Haar an dem Bagger gelassen und nur so ein Rest Charme behalten, weil er den Bagger ja kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen hat für eine gewisse Zeit und hat also ja quasi händeringend noch so ein paar positive Sachen zu diesem kleinen Mini-Bagger gesagt. Schaut euch das Video gerne mal an, der Schwabenbagger vom Fachwerker. Und so müssen Videos eigentlich sein und so versuche ich die auch zu machen, ja, dass ich also Produkte, die ich selber nutze oder die mir auch bitteschön gerne zur Verfügung gestellt worden sind, einfach im Alltag ausprobiere und dann auch gerne hier meine Erfahrungen mit euch teile. Warum auch nicht? Und wenn dann es dazu einen Link gibt, über den der YouTuber dann noch ein paar Cent verdienen kann, dann ist das ja auch ganz toll. Denn der YouTuber investiert ja Mühe und Arbeit in seinen YouTube-Kanal. Und ja, ist es ja ganz selbstverständlich, dass dem auch eine gewisse Rückvergütung dafür zusteht. Ich persönlich würde also auch nicht einsehen, meine Videos jetzt alles so komplett pro bono zu machen, damit Google-YouTube da jetzt nur dran verdienen. Ich freue mich natürlich, wenn nach geraumer Zeit und bei entsprechend vielen Aufrufen meiner Videos da auch ein gewisser Flow an finanzieller Rückvergütung kommt. Das ist beileibe nicht viel in meinem Fall,
Aber ich bin jetzt auch nicht darauf angewiesen. So, ich hab meinen Beruf und von daher. Nichtsdestotrotz, was ich vor allen Dingen auch jüngeren Leuten ganz dringend ans Herz lege, fragt euch immer, warum empfiehlt mir diese schöne junge Frau jetzt diese oder jene Hautcreme? Warum möchte dieser hippe Typ jetzt unbedingt, dass ich dieses oder jenes Handy toll finde? Glaube ich das? Sind die Lebensumstände, die mir gezeigt werden in diesem Video, angemessen? Passen die zu einem 20-, 22-Jährigen? Welcher 22-, 23-Jährige wohnt in einem perfekt ausgestatteten Loft über den Dächern von Hamburg und kann sich einen Tesla leisten und die teuerste Kameraausstattung, wenn denn dann nicht irgendjemand dahinter steckt, der ihm diesen ganzen Firlefanz bezahlt? Lasst euch hier nicht auf den Arm nehmen. Nicht all diese Produkte finden diese vielen Influencer tatsächlich gut. Die bekommen Kohle dafür, dass sie euch erzählen, dieses oder jenes Produkt ist klasse, kauft das bitte. Und jedes zweite Wort in diesen Videos ist ja, ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Mache ich auch, ja, aber doch nicht permanent und nicht für Produkte, die ich überhaupt gar nicht gebrauchen kann, ja. Das kotzt mich ehrlich gesagt an, wenn ja, jeder halbwegs klar denkende Mensch doch sieht, dass man hier auf den Arm genommen wird. Und trotzdem gibt es da draußen so viele junge Leute vor allen Dingen, die auf so einen Blödsinn reinfallen und dann diesen YouTube-Idolen nacheifern und eben diese Produkte dann käuflich erwerben und damit auch dazu beitragen, dass diese Maschinerie immer weitergeht, ne? Da werden YouTuber nach Dubai eingeladen. Da werden YouTuber auf Kreuzfahrten und Weltreisen eingeladen. Alles finanziert von irgendwelchen großen Firmen, nur damit diese hippen Leute dann davon Videos machen und euch davon erzählen, mit dem Hintergedanken, dass ihr Produkte kauft, die ihr wahrscheinlich gar nicht braucht oder die vielleicht gar nicht so toll sind, wie diese YouTuber sagen. Es wird auch richtig Kohle geboten. Ich bekomme also auch immer wieder mal Angebote, und das ist dann schon im vierstelligen Bereich, wo es dann heißt, hier, bitte, dieses oder jenes Produkt braucht ein wenig Anschubmarketing. Und da wollen wir demnächst ganz groß in Deutschland mit starten. Und stell das doch mal in einem Video von dir vor. Da war neulich so ein Elektroroller aus China dabei. Also nicht so ein Motorroller, wo man sich draufsetzen kann, sondern so ein Ding, wo man so drauf steht und dann so durch die Gegend rollern kann. Jetzt bin ich dafür, nun weiß Gott, nicht der richtige Typ mit fast 2 Metern Körpergröße und 2 Zentnern an Gewicht auf so einem Kinderding da durch die Gegend zu rollen, ja, und habe deshalb diesen komischen Elektro-Treter da nicht ausprobiert. Aber ich würde mir, ja, ich würde mich selbst am anderen Tag nicht mehr im Spiegel anschauen wollen, wenn ich doch tatsächlich da 1500 oder 2000 Euro nehme oder diesen vermaledeiten Elektroroller dann behalten dürfte, nur dafür, dass ich euch dann dieses Ding schmackhaft mache. Würde ich mir eines Tages so einen Elektroroller kaufen und würde ich damit rumfahren und würde ich den dann wirklich gut finden, ja, dann hättet ihr eine Chance, dass ich da vielleicht auch mal ein Video drüber mache und euch diesen Elektroroller vorstelle. Aber das wird nicht passieren. Ich finde die Dinger Mist. Also
für mich ist das nichts. Ne? Und ich nehme auch keinen Mist aus China mehr an und stelle den hier vor, weil ich habe den Keller voll mit so einem Zeug. Und alleine die Tatsache, dass das alles irgendeinen Wert hat, was mir die Chinesen da schicken, hindert mich daran, das alles direkt in die Tonne zu schmeißen. Ich kenne YouTuber, die den ganzen Rotz, den sie da zugeschickt bekommen und den sie dann vorstellen in ihren Filmen oder in ihren Blogbeiträgen oder was immer da, die damit machen, auf TikTok und Instagram und so weiter, die das ganze Zeug anschließend bei eBay verkaufen. Und das wäre vielleicht noch eine Idee, wie man diesen ganzen China-Schrott auch wieder loswerden kann. Aber letztendlich ist das alles so ein billiger Mist, ja. Da bekommt man bei eBay gar nicht genug dafür, ja. Was soll ich denn mit einer elektrischen rotierenden Schrubberbürste für den Fußboden? Die kann ich nicht gebrauchen. Die kostet irgendwie 23 Euro und die wird der Chinese mir schenken. Vielen Dank für 23 Euro. Und dann müsste ich das bei eBay verkaufen, gebraucht wie neu, original verpackt und stoße dann bei eBay auf 27.000 Gebote für rotierende Schrubberbürsten und die alle bloß 20 Euro kosten und ich müsste dann meine wie neu gebrauchte Schrubberbürste dort dann für, was weiß ich, 17 Euro verkaufen. Und dafür soll ich mich dann hinsetzen und hier ein Video machen? Nee. Und wenn der Chinese jetzt anfängt, mir da 1000 Euro zu bezahlen, ja, dann gibt es genug Leute da in YouTube da draußen, die das machen, ja. Deshalb glaubt das nicht alles, was da vorgestellt und vorgeführt wird. Es geht den Leuten nur um euer Bestes, nämlich um euer Geld. Ihr sollt diesen Quatsch kaufen. Und wenn ihr diesen Quatsch kauft, dann finanziert ihr diese ganze Maschinerie. Ja. Und deshalb kann ich euch nur sagen, Augen auf im Straßenverkehr, wachsam bleiben und nicht jeden Mist glauben. Und ein Kollege hier auf YouTube, der sagt immer, lasst euch nicht verarschen, da muss man ihm zustimmen. Lasst euch nicht auf den Arm nehmen, also wirklich nicht. YouTube ist eine geile Geschichte. Ich finde es ganz klasse. Ich könnte da wirklich tagelang ununterbrochen irgendwelchen Leuten zugucken, die da irgendein Handwerk gut können oder die irgendwas vorstellen. Auf iDomics gucke ich mir alles Mögliche an, was Smart Home und ähnliche Sachen anbetrifft. Ich habe da bei YouTube schon ganz viel gelernt und mich ganz oft auch ganz schnell mal schlau machen können. Manchmal kaufe ich mir irgendeinen neuen Artikel und noch bevor ich die ganze Bedienungsanleitung, die da in 87 Sprachen dieser Welt dabei liegt, durchgelesen habe, habe ich schnell bei YouTube mal geguckt und habe irgendeinen netten Mann, meist aus Amerika, gefunden, der mir das dann erklärt und dann kann ich dieses Produkt anwenden. Also YouTube ist schon klasse. Ich mache ja auch hier Videos, nicht? Aber man muss aufpassen. Ich persönlich ärgere mich so ein bisschen darüber, dass gerade unsere jungen Leute, ich habe ja selber zwei Kinder, genau in dieser Altersgruppe, so zwischen 20 und 30, die auch auf diesen Quark oft reinfallen und ich wundere mich oft, mit was für Fragen, die zu mir kommen und die fragen mich oft so, Papa, was hältst du davon? Soll ich mir das oder das kaufen? Und wenn ich dann höre, das ist in YouTube empfohlen worden oder das ist auf Instagram empfohlen worden oder das hat er in TikTok präsentiert, dann bin ich schon skeptisch, weil da weiß man einfach gar nicht, wer da dahinter steckt bei dieser Präsentation. Oft genug ist das einfach so, dass die Leute gekauft worden sind. Und manch einer von denen,
die da permanent lächelnd Produkte in die Kamera halten und steif und fest behaupten, sie würden diese Produkte auch tagtäglich verwenden. Und das wäre das Allerbeste, was sie je in den Fingern gehabt haben, bekommt da richtig Asche für. Und Monatsgehälter bis zu 50.000 Euro sind da keine Seltenheit, das erzielen manche. Und ja, und es wird erzählt, dass so manche Spitzenverdiener bei YouTube, jetzt nicht unbedingt vielleicht in Deutschland, aber in Amerika, dass die auch mal eine halbe Million nach Hause löffeln, wenn die da so ein Video hochschieben. Es ist letztendlich alles Kommerz und es geht immer, immer, immer um den dicken Geldbeutel. Und Geld zu haben ist schön. Noch mehr Geld zu haben, ist schöner. Und mit Geld kann man alles Mögliche machen. Geld alleine macht nicht glücklich, heißt so schön. Aber ich finde, es ist doch besser, wenn man ein gewisses Auskommen hat und sich nicht immer finanzielle Sorgen machen muss. Ich gönne jedem seinen Verdienst. Und wenn einer einen schönen YouTube-Kanal macht, dann mag er da auch gerne Geld mit verdienen. Dann soll er aber auch bitte sagen, hier, guck mal, das ist mir zur Verfügung gestellt worden von der und der Firma und ich habe die und die Erfahrungen damit gemacht und ich finde das an dem Produkt gut und das an dem Produkt schlecht. Wenn ich aber sehe, dass da manchmal Produkte, die schon quasi beim Zuschauen, wenn ich jetzt dazu gucke, kaputt gehen und der sagt trotzdem, das ist super klasse, das ist einmalig, das müsst ihr kaufen, dann kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Also lasst euch nicht auf den Arm nehmen, sucht euch die Kanäle, die ihr schaut, richtig gut aus und dann klappt es auch mit YouTube. Also mir könnt ihr vertrauen, ich gebe mir viel Mühe, euch hier eine schöne Zeit zu machen. Mehr will ich gar nicht. Bisschen was verdienen, ja, aber ich lasse mich da nicht vor irgendwelche Karren spannen und mit großen Geldern dazu verführen, euch zu sagen, dieses oder jenes Produkt, das müsst ihr unbedingt kaufen. Das ist nicht so meine Welt. Also, gehabt euch wohl, viel Spaß noch hier auf YouTube und schaut mal wieder rein, ne? Tschüss, bis dann. Ciao, euer Peter.